Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Guten Tag, guten Mittag, je nachdem, wann ihr es anschaut. Und herzlich willkommen zurück bei Lake Tale. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Was? Hier drüben! Wir haben Besuch! Wir haben es verkackt, direkt. Ich wollte das Ding... Ne? Das ist noch nicht vorbei! Ciao. Da, Eindringlinge! Verdammt! Kannst du hier bitte rüber? Nein? Alter, warum kann ich das nicht kaputt schlagen? Das ist doch nicht vorbei. Danke. Easy. Nee, nee. Ich glaub, die sind da hoch. Nee, sind wir nicht. Hier drüben! Haltet sie auf! Oh nein! Wohin? Wo da? Durch. Ja. Lass sie nicht entkommen! Viel zu spät. Easy Game. Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Scheiße. Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Ach ja? Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Himmels Willen, tut doch was. Er steckt fest. Nein. Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind tot. Oh Gott! Alles klar? Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Und los, wie Zunder. Versuch ihn anzuzünden. Ja, versuchen wir's. Okay. Wir nehmen... Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Müssen Pass durch. Auf mit den Flammen. Schön. So, einmal das. Wir können nochmal das mischen. Da haben wir ein bisschen Alkohol. Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Die Frage ist, ob wir nach links oder nach rechts gehen. Erstmal hier. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. So, wir gehen jetzt kurz mal da hoch. Ich hoffe, da ist ein kleines Secret versteckt. Das wäre relativ nice. Ja, ist es auch. Wir haben kein Messer. Ein Gemischer. Schade. Aber vielleicht.
Hier wird definitiv irgendwo eins rumliegen, schätze ich. Sonst wäre das nicht so. Ne? Das Spiel ist nämlich dafür gedacht, dass man sowas immer direkt im Anschluss findet. Hat da nicht gerade was geleuchtet? Boah, das Zeug ist halt verbrannt. Heißt das, ich hätte gedacht, okay, vielleicht können wir die Leichen, aber... Die sind ja mit dem Teer verbrannt, da kommen wir auch gar nicht mehr in den Wagen ran. Boah, das Ding zu lecken ist schon nicht einfach. Weiter geht's nicht. Wenn hier jetzt ein Nester drin ist, bin ich echt sauer. Schwefel, 5 Stücke. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Das Gebäude links. Wir machen jetzt erstmal hier zack. Und dann hier. Zack. Dann gehen wir uns die Truhe holen. Den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Gehen wir hier durch. Dann einmal da rein. Das wird Safety-Rappen aufhalten. So. Ekelhaft. Oh, dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren von innen hier abgeschlossen. Sieh mal. Wer weiß, dass sie hier waren? Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein, bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik, wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür geben. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Ah, okay. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Auf der Seite kommen wir ja nicht durch. Heißt, wir können vielleicht hier von außen. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Wie der durchläuft. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Nochmal. Ja, Kurbel bis zum Ende. Ja. Gut. Jetzt loslassen. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Kommt, das ist schon witzig, zurück. So direkt loslassen. Der ihn haut's runter. So. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja. Lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein. Ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Das sieht aber nicht so gesund aus. Also dann. Es funktioniert. Ja. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werfe sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Wir müssen da irgendwie hoch, da geht's hoch. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Nee. Ich kann hier aber auch nicht, ne?
Los! Zack. Du kannst jetzt Tee herstellen. Wir haben leider nur einen Hart. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Moment. Können wir hier irgendwas kaputt schlagen? Wäre ich jetzt hochgegangen, hätte ich da... Oh, Alter, dann hätte ich, ne? Dann wäre ich an die Truhe gekommen. Hä? Ups. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Das war eher schlecht als recht. Aber egal. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Mann, ich würde so gerne an die Truhe. Vielleicht kommen wir ja da nochmal hoch. Oh nein, nein! Oh, ich war zu langsam. Okay, egal. Wir fangen jetzt nochmal das Zeug. Zack, ich weiß, wie man Teer herstellt. Das ist klasse. Zack. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden. Machen wir so. Moment, vielleicht sollte ich noch was reinfüllen. So. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Als ob das nicht an ist. Lass mich hier hoch. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Bitte. Das brauchst du nicht. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ich habe nämlich alles gesehen. Ihr braucht mich hier nicht anlügen. Hier ist eine Riesentruhe. Mal sehen, was drin ist. Zack, 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 zack. Nice. Stellt euch mal vor, ich hätte das verpasst. Gleich mal herstellen. War hier sonst noch was? Eigentlich glaube ich nicht, gell? Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Was haben die bitte schon im Mittelalter für Truhen, für Türen gehabt, dass das Kinder nicht aufbekommen haben? Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Das schaffen wir schon. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Zack. Guck mal, was du hier einfach so random in den Ecken findest, wenn du dich nur umguckst. Ich liebe sowas. So, dann einmal hier rüber. Sind zwar nur 5 Werkzeuge und 5 Stücke und wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Werkzeuge, aber wird schon werden. Hier war sonst nichts mehr, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Wir gucken hier erstmal kurz noch rum. Rum, nicht um. Okay, von hier. Ich muss von oben abknallen.
Oder auch nicht. Ach, ich muss erst die Mischung reinmachen. Jetzt. Entschuldigung. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Ich helfe ihm. Verdammt, hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz. Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Auf ein neues. Vielleicht können wir einfach... Wir kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. So, einmal anzünden. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut, jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar. Ich sag dir Bescheid. Oh, Entschuldigung, ja. Los! Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Hm. Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Oh, verstehe. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit! Ein Stück zurück! Du kannst aufhören. Ja, sofort! Lukas, du bist dran. Sofort! Lass es! Geht klar. Hä? Okay, ja, wir müssen uns jetzt einfach reinfüllen. Erledigt! Zünden wir das hier auch an! Wird gemacht! Was ist, wenn ich nicht genug von dem Zeug hätte? Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Moment. Zack, 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 zack. Alkohol, Schwefel, alles mit dabei. So, ich bin gleich soweit. Ganz kurz umgucken. Mann, ich dachte, ich muss mit... Alter. Okay. Alter, was ist los? So, jetzt. Einmal so. Hallo? Deine Aufgabe, Lukas. Na gut. Ah, ich muss gar nicht gedrückt halten. Jetzt. Ich dachte immer, ich muss die ganze Gute Zeit gedrückt Arbeit. Halten. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Das reicht. Hör auf. Ja, sofort. Oh, da liegt die Truhe. Ich hoffe, wir müssen den Soldaten nicht töten. Das wäre. Guten Morgen. Aber ich wette, es wird darauf hinauslaufen. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Amicia, ich stecke.
steck fest! Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Welchen Teer? Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Wirf Teer auf ein Feuer, damit die Flammen sich weiter ausbreiten. Hier kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist verdammt. Na gut. Fast geschafft. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's geschafft. Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Tag. Leck. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Jetzt komm schon. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der ja. Balance? Ja. Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr seid geflohen. Du könntest ihn blenden, Amicia. Mit dem Teer. Ich nehme die Gerechtigkeit selbst in die Hand. Stirb. Jetzt, Amicia. Wo hätte ich denn hin sollen? Wo hätte ich denn hin sollen? Hätte ich dir die Fackel aus der Hand reißen sollen, oder? Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht! Geschafft! Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ihr geht nach Hause. Ach, komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr seine bereuen. Fackel werfen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Ja. Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr seid geflohen. Du könntest ihn blenden, Amicia. Mit dem Teer. Wir haben keine Zeit dafür. Lauf zur Treppe. Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ich hoffe, wir haben die richtige genommen. Gott. Gnade. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Aber wir haben ihn nicht getötet. Wir hätten ihn doch einfach töten können. Gut, dann an die Arbeit. Schön. Wir haben nicht genug Munition. Können wir eigentlich Werkzeuge herstellen? Mit Hilfe von Reißzeugen kann Amicia ihre Rüstung überall ohne Werkbank aufrüsten. Mhm. Nicht genug Werkzeuge, wie immer. Liegt hier noch irgendwo was rum? Nein, 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 nein. Das ist so useless dann. Mal sehen, was sich machen lässt. Boah, da wie viel Material noch du für das Zeug brauchst. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns.
Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm! Das war knapp. Oh, warte. Ja. Liegt hier noch Zeug? Nein? Mann, ich habe da irgendwelche Secret-Sachen gesehen, Mann. Die musste ich mit aufnehmen. Ich komme gar nicht zum Reden, weil die ganze Zeit hier irgendwas passiert, wo halt jemand redet. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber manchmal ist es so. Das war knapp. Wir machen auf jeden Fall hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine wundervolle Zeit.